Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer etwas spontanen Pressekonferenz mitten in der Vollversammlung. Wir haben überlegt, weil das Thema zum Thema die Frage sexueller Missbrauch so wichtig war und wir auch andere wichtige Themen wie den synodalen Weg haben, das Thema heute schon mal vorzuziehen mit Bischof Ackermann. Kennen Sie alle für die Fragen sexueller Missbrauch, in der Bischofskonferenz verantwortlich. Und wir haben Herrn Katsch eingeladen als Begründer und Sprecher des Eckigen Tischs, der gestern auch mit weiteren Vertretern in der Vollversammlung war, um Sie über den Sachstand zu informieren. Ich würde Sie bitten, Herr Katsch, dass Sie beginnen. Vielleicht eine Vorbemerkung. Es ist tatsächlich außergewöhnlich für mich, das erste Mal hier zu sprechen. Und wir alle hatten gestern auch das Gefühl, dass das ein besonderer Moment war, in der Vollversammlung zu sprechen. Und da das ja jetzt auch gestreamt wird, möchte ich Betroffenen, die das jetzt sehen, sagen, es ist nicht ganz einfach, für ein Opfer sexueller Gewalt hier zu stehen oder hier zu sein. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand sich darüber ärgert, weil er zunächst mal sieht, was alles noch nicht geschafft ist und noch nicht erreicht worden ist. Für mich ist es wichtig, das, was wir erreichen wollen. Und der Sinn dieser Empfehlungen, die wir gestern vorgestellt haben, ist es, Opfern sexualisierter Gewalt durch Kleriker, durch Priester aus der Vergangenheit die Möglichkeit zu verschaffen, eine angemessene Entschädigung zu erhalten. Es geht nicht um die Anerkennung des Leids, das haben wir sehr deutlich gemacht. Es geht um die Frage der Verantwortungsübernahme für das angerichtete Unrecht. Und es geht auch nicht nur um die Tat oder die Taten, sondern es geht um die Folgen im Leben der Betroffenen aus diesen Taten. Und das haben wir, glaube ich, sehr deutlich gestern versucht zu vermitteln. Und dann, Sie kennen das Papier ja, zwei Alternativen vorgestellt, wie man damit umgehen kann. Ist kein Geheimnis, als Vertreter des Eckigen Tisches und der betroffenen Gruppe in diesem Expertenkreis präferieren wir ein Modell, das eher pauschalisierend vorgeht und haben dazu auch eine Größenordnung benannt von 300.000 Euro. Und auf der anderen Seite, da gibt es auch gute Argumente dafür, das Modell eines abgestuften Entschädigungsverfahrens mit einem Rahmen, der dann irgendwo bei 40.000 einsteigt und in Richtung 400.000 Euro im Regelfall sich auffächern kann. Die Vorteile und die Nachteile sind in dem Dokument selber auch erörtert worden. Die waren auch Gegenstand der Debatte. Und vielleicht so viel noch zu dem Gespräch im Anschluss. Ich empfand das als sehr offen, sehr ernsthaft und auch als sehr respektvoll im Ringen um eine Lösung. Aber nach anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden war die Zeit ja dann auch vorüber. Und wie die Bischöfe sich überlegt haben, wie der weitere Weg gegangen werden soll, dazu können Sie vielleicht was sagen. Okay. Ja, vielen Dank auch und guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben uns ja im vergangenen Jahr durch die MHG-Studie dazu entschieden, unter anderem, das ist eben eines der Selbstverpflichtungen und der Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, unser Anerkennungssystem für, und da bin ich dem Herrn Katsch nochmal dankbar und auch den Menschen, die beim unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung mitarbeiten, auch nochmal die Begrifflichkeit zu schärfen, sondern es geht hier um Anerkennung des erlittenen Unrechts. Wir wollen nicht einfach von Leid sprechen, es geht um die Verantwortungsübernahme von geschehenem Unrecht durch Täter, aber auch durch Kirchenverantwortliche. Also auch diese begriffliche Schärfung, die, denke ich, ist hilfreich und richtig. Wir haben ja seit 2011 dieses sogenannte Anerkennungssystem mit der zentralen Koordinierungsstelle. Sie kennen dieses Verfahren. Bisher sind 2100 Personen, die also Anträge gestellt haben und die auch da bearbeitet worden sind. Ich will aus meiner Sicht noch mal sagen, ich glaube, dass es auch eine gehörige Zahl von Betroffenen gibt, für die das wirklich auch eine Genugtuung ist und war, auf diese Weise das Unrecht anerkannt worden ist. Aber wir wissen, und das hat eben die Studie ja auch gezeigt, es gibt auch Grenzen, es gibt Kritik an diesem System im Blick auf die Transparenz der Kriterien, im Blick auf die
Unterschiedlichkeit in der Handhabung bei den Bistümern, natürlich auch was die Höhe der Leistungen angeht. Und das alles hat dazu geführt, zu sagen, wir wollen dieses System evaluieren und weiterentwickeln. Das ist ja sozusagen den Beschluss, den wir bereits gefasst haben. Und ich bin dankbar, dass wir auf diese Weise jetzt, wie Herr Katsch es schon angedeutet hat, ein Modell vorgeschlagen bekommen haben, eben durch zwei große Workshops mit Experten, mit betroffenen Beteiligung, dann mit dieser Arbeitsgruppe, in der Herr Katsch Mitglied war. Die Gruppe wurde moderiert von Frau Dr. Jansen, Mediatorin und Rechtsanwältin, Professor Rixen aus Bayreuth, Professor für öffentliches Recht war mitbeteiligt und Frau Müller-Piepenkötter, Justizministerin AD und ehemalige Vorsitzende des Weißen Rings. Wir haben gestern als Bischöfe diesen Vorschlag entgegengenommen, hatten die Gelegenheit zur Rückfrage und auch Aussprache darüber. Und die Gruppe selber hat gesagt, natürlich, das ist jetzt ein Modell, das wir präsentieren. Da sind Alternativen auch im Modell vorgesehen. Da gibt es auch noch eine ganze Reihe von Fragen, die zu lösen sind, die zu klären sind. Aber dazu braucht es natürlich Richtungsentscheidungen, zu sagen, wollen die Bischöfe in diese Richtung weitergehen. Und in der Aussprache, die wir dann nachher noch hatten unter den Bischöfen, haben die Bischöfe dann den Auftrag gegeben, auf der Grundlage dieses Modells, was vorgeschlagen ist, jetzt die Weiterentwicklung auch unseres Anerkennungssystems zu bearbeiten. Das kann ich also schon mal als Ergebnis sagen. Wie gesagt, da sind natürlich Fragen zu lösen. Herr Katsch hat das angedeutet. Wie soll man sich das Modell dann vorstellen? Gibt es also einen Grundanerkennungsbetrag? Das wäre ja sozusagen so ein Element. Gibt es dann eben eine Form weitergehender Entschädigung? Und wie kann die aussehen? Das hat Herr Katsch schon angedeutet. Dann ist eben die Frage, wie geht das finanziell? Da braucht es einen Fonds. Wie werden die Gremien gestaltet, die darüber entscheiden? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann geht es natürlich auch um die Höhe. Das muss man auch ganz offen sagen. Die Gruppe hat uns gestern, Sie kennen die Zahlen und Herr Katsch hat es ja eben auch nochmal gesagt, haben uns das auch präsentiert und gesagt, das ist nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern wir haben uns an bestimmten Dingen auch orientiert, in Deutschland, international. Aber ist klar, darüber muss jetzt auch nochmal gesprochen werden, denn wir wollen, das sage ich auch, natürlich auf der einen Seite wirklich eine Anerkennung haben, die Betroffene als angemessen empfinden, als Genugtuung empfinden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir sagen, das muss auch leistbar sein für Bistümer und Ordensgemeinschaften. Also das sind sozusagen die nächsten Schritte. Ein Appell heißt ja immer, bitte nicht sozusagen auf die lange Bank schieben, das machen wir nicht, sondern es ist klar, es geht jetzt darum, zügig auf der Grundlage dieses Modells die weiteren Fragen, die Sie stellen, zu klären. Danke. Herr Bischof Ackermann, vielen Dank, Herr Katsch. Eine Bemerkung nur von mir dazu. Seit dem Thema der finanziellen Transparenz betonen die Bischöfe immer wieder, es gibt auch Gremien in den Bistümern, die auch befragt werden müssen. Der Bischof sitzt ja nicht einfach auf dem Geldsack und kann dann das Geld in Wohltaten verteilen. Also man muss auch einfach ein Verfahren finden, wo Gremien in den Diözesen, das ist auch gestern in der Diskussion deutlich geworden, mit bedacht werden. Katholisch.de streamt das Ganze freundlicherweise, deshalb bitte ich Sie, Ihre Fragen in das Mikrofon zu stellen, das Frau Sova anreicht. Herr Ringeifel beginnt. Eine Frage an Bischof Ackermann. Heißt das jetzt, beide Modelle werden noch gleichwertig als Alternative diskutiert oder gibt es schon eine Präferenz für das Stufenmodell oder für das Pauschalmodell? Gibt es da schon eine Stimmung? Da gibt es keine Präferenz. Soweit sind wir gestern im Gespräch nicht gekommen. Zumal, aber da kann vielleicht Herr Katsch noch mal was dazu sagen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auch in den Workshops da eine Offenheit war unter den Experten und den Betroffenen. Also dazu haben die Bischöfe sich jetzt gestern nicht positioniert. Und bis wann fällt dann die Entscheidung zwischen dem einen und dem anderen? Zügig, habe ich gesagt. Also wir arbeiten ja wirklich daran. Sie sehen, am 26. Mai war der erste Workshop. Es ging ja darum, auch den wirklich in einer guten Weise zusammenzustellen. Die Gruppe, das will ich auch nochmal dankbar sagen, die hat ja mit unglaublichem Hochdruck daran gearbeitet, auch an komplexen Fragen, etwa wie ist das finanzrechtlich auszugestalten, auch in der Form eines Schmerzensgeldes. Da waren ja viele Fragen auch zu klären. Aber da sehen Sie, wenn der Wille da ist, dann ist selbst also in einer überschaubaren Zeit von Monaten wirklich auch Klärung zu erzielen. Herr Katsch? Ja, vielleicht noch zu der Frage der Präferenz der beiden Modelle. Wir haben das abgebildet in der Arbeitsgruppe, was in der Diskussion im Workshop diskutiert wurde. Und das stellten sich eben diese beiden
Alternativen heraus. Wenn ich nochmal den Unterschied klar machen kann, ein pauschales Verfahren, wo also der Betroffene oder die Betroffene nicht jede einzelne lebensbeeinträchtigende Folge des sexuellen Missbrauchs darstellen und belegen muss, so wie das zum Beispiel im heutigen Opferentschädigungsrecht der Fall ist, erspart den Opfern eine Menge. Es sorgt aber vor allem, dass das Verfahren beschleunigt werden kann. Und da es zwar hohe Korrelationen gibt zwischen sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und Jugend und bestimmten Folgen in der Lebensführung, im medizinischen Bereich, aber auch in der wirtschaftlichen Aktivität, in der Berufstätigkeit von Betroffenen, kann man diese Folgen auch pauschal darstellen und sagen, wir gehen davon aus, dass diese Folgen auch in deinem Falle eingetreten sind in der von dir geschilderten Weise und sprechen dir daher eine pauschale Entschädigung zu. Die Alternative ist auch klar, bedeutet einen längeren Zeitraum, bedeutet eine entsprechende Entscheidergremium, einen Aufwand, einen Apparat, der dann tatsächlich im Einzelfall die angeführten Folgen analysieren, bewerten, kategorisieren muss und dann zur Zumessung von unterschiedlichen Entschädigungs- oder Schmerzensgeldbeträgen führt. Und das ist eigentlich die Grundsatzentscheidung, die zunächst getroffen werden muss. Und ich kann das nur noch mal wiederholen, aus Sicht von Betroffenen ist natürlich schonender und auch fairer, wie wir meinen, die Pauschalisierung. Weil im anderen Falle hängt das natürlich dann auch wieder davon ab, welche Tatbestände Betroffene geltend machen und wie sprachfähig sie sind und wie viel sie sich engagieren wollen in diesem Verfahren. Und das kann auch wieder zu neuen Ungerechtigkeiten führen. Vielleicht darf ich noch sagen, uns ist ja wichtig, also war wichtig und ist also sozusagen weiterhin wichtig, ein Betroffenen sensibles Verfahren zu haben, also nicht sozusagen Beweisanforderungen zu haben, wie sie etwa in einem rechtsförmigen Verfahren sind. Das hat der Herr Katsch angesprochen. Deshalb sind ja auch unsere Anforderungen, auch bisher was Plausibilität angeht, eher gering. In der Richtung wollen wir auch bleiben. Nur natürlich ist klar, über ganz andere Summen spreche, ist die Frage, wie hoch sind dann die Plausibilisierungsanforderungen? Die sind dann nochmal anders als bei etwa einem Grundschmerzensgeld. Also wie ist das so zu gestalten, dass die verschiedenen, Aspekte und Anliegen dann in eine gute Balance kommen? Das ist natürlich eine herausfordernde Geschichte. Herr Brüggenjürgen, und dann bitte an Herrn Perske weitergeben. Ja? Ingo Brüggenjürgen, domradio.de. Herr Bischof Ackermann, nicht auf die lange Bank schieben innerhalb von Monaten. Ist denn ein Beschluss der gesamten Bischofsvollversammlung wieder zuständig oder reicht vielleicht ein Beschluss des Ständigen Rates in dieser Sache, damit das zügig vorangehen kann? Und eine andere Geschichte hat man innerhalb der Bischofskonferenz schon überlegt, weil es geht ja jetzt um das systemische Unrecht, was dann das System Kirche die Verantwortung übernimmt, wie das in den Diözesen aufgeschlüsselt wird, nach welchen Kriterien da, wenn da ein Fonds gebildet werden soll, der gebildet wird. Also welche Bistümer müssen einzahlen? Gibt es da Überlegungen? Also ich fange mal bei der zweiten Frage an. Das sind ja natürlich die Fragen, die zu klären sind, also über die Grundsatzentscheidung hinaus. Ich glaube, dass natürlich es zügiger geht, wenn man eine Fondslösung hat. Wir wollen ja auch Gremien, die auch unabhängiger sind in der Entscheidung. Das ist ja auch so ein Anliegen, was formuliert worden ist. Aber die Frage muss geklärt werden, ob das jetzt im Ständigen Rat oder in der Vollversammlung geschieht. Da sind wir ja eher offener. Also wir gehen dann situativ vor. Entscheidend ist der Ständige Rat, sind die Diözesanbischöfe. Aber es war, glaube ich, gut und wichtig, dass man auch gestern die Präsentation der Empfehlungen nicht einfach als eine technische Frage sieht, die jetzt irgendwie die Diözesanbischöfe zu lösen und zu entscheiden haben, sondern dass auch durch diese, das hat man ja auch gemerkt in der Aussprache, durch die Befassung auch nochmal insgesamt in der Vollversammlung das Bewusstsein auch für die Komplexität der Fragen und die Anliegen der Betroffenen gestärkt wird. Also das ist mir ein wichtiger Punkt. Aber ich will schon sagen, dass man nicht den Eindruck hat, jetzt im Januar läuft das schon. Also da glaube ich, müssen wir auch realistisch sein. Wenn man das System klar hat, wenn die Grundfragen geklärt sind, muss das ja auch sozusagen aufgestellt werden. Also wir brauchen Gremien, die müssen besetzt werden, wenn man sich dazu entscheidet. Man muss gucken, wie wird das auch technisch funktionieren. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Sache von heute oder morgen. Gleichwohl will ich nochmal sagen,
Es geht nicht darum, wir spielen nicht auf Zeit, das sage ich nochmal ganz deutlich, auch für die Betroffenen. Herr Katsch hat das gestern nochmal deutlich gesagt, die Uhren bei Institutionen und bei Betroffenen, die laufen unterschiedlich. Betroffene, die dann möglicherweise sagen, ja, wenn das noch lange geht, ob ich dann jemals noch irgendwie etwas davon habe, das ist eine Frage. Aber wie gesagt, da wollen wir daran arbeiten, dass das auch Betroffenen zugutekommt. Aber wie gesagt, in der richtigen Verbindung von den notwendigen Klärungen, aber auch eben mit der Ernsthaftigkeit, die heißt, wir bleiben an dem Thema wirklich auch intensiv dran. Vielleicht einen Gedanken noch in Antwort auf Ihre Frage nach dem Fonds. Ne? Das ist ja auch so in dem Papier vorgestellt worden. Eine Lücke sozusagen, die wir gestern Abend nicht besprechen konnten und die auch uns sehr umtreibt, ist natürlich die Frage der Einbeziehung der deutschen ordensoberen Konferenz, also der Ordensgemeinschaften in Deutschland, die ja nicht in der Bischofskonferenz abgebildet sind. Und da wir davon ausgehen, dass ein hoher Anteil der Anträge schon aus der Vergangenheit auf die Anerkennung des Leids aus diesem Bereich kommt, ist es wichtig, ein solidarisches Miteinander in der Finanzierung auch zu finden, auf Seiten der Kirche, und ich sage jetzt der Kirche, wissend, dass sie sich eben in unterschiedlichen Gliederungen aufgestellt hat, so wie Betroffene auch miteinander solidarisch sind, wenn wir zum Beispiel in Richtung einer Pauschalisierung gehen, weil es ja dann Menschen gibt, die wesentlich höhere Entschädigungen für sich persönlich fordern könnten, mit gutem Recht, und darauf verzichten würden, um einer Lösung für alle willen. Und insofern, es geht ein Stück weit hier auch um Solidarität untereinander auf beiden Seiten des Tisches. Und zu der Frage, wie schnell das passieren kann, wenn Sie sich mal den Text angucken, also nicht nur die beiden Paragraphen, wo es um die Entschädigungshöhe geht, sondern auch die restlichen Empfehlungen. Es sind ja sehr viele Detailempfehlungen auch zum Verfahren schon enthalten, die man also benutzen kann und mit denen man arbeiten kann. Mir wäre es wichtig, dass wir bald den Betroffenen, die ja schon einen langen Weg hinter sich haben, ein Ende des Weges vorstellen können, um dann zu sagen, okay, und auf das Ziel gehen wir jetzt in den kommenden Monaten zu. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen mit Herrn Perske, vier, und dann möchte ich das auch abschließen, weil wir unbedingt den Bischof wieder in die Sitzung zurückbringen müssen. Herr Perske sind der Nächste. Jörn Perske von der Deutschen Presseagentur. Herr Bischof Ackermann, zwei Fragen. Einmal, Sie hatten da eben schon zu angesetzt, 2000 Menschen sind bisher entschädigt worden, also 2001, wenn ich das richtig verstanden habe. 2100 etwa. 2100, so rum, okay. Und wie viel ist denn bisher gezahlt worden insgesamt und wie viel ist im Höchstfall oder im Durchschnitt gezahlt worden? Vielleicht haben Sie das auf Ihrem Zettel stehen. Und die andere Frage ist, oder man kann das nachreichen, und die andere Frage ist, in der Öffentlichkeit entsteht so der Eindruck, das dauert alles viel zu lange. Was ist denn jetzt eigentlich im vergangenen Jahr passiert? Sind Sie da imstande, das möglichst kompakt mal halt so zusammenzufassen, was in den letzten 12 Monaten halt so passiert ist und was Sie konkret auf die Bahn gebracht haben? Herr Perske, die erste Frage mit den Zahlen. Auf dbk.de gibt es eine FAQ beim Thema Missbrauch und da ist eine Gesamtzahl, was circa bisher gezahlt wurde, vorhanden. Frau Elpers schaut schon, aber wir haben sie irgendwo. Die zweite Frage macht der Bischof dann. Genau. Ja, also wie gesagt, die Empfehlungen sind ausgesprochen und dann kann man das auch nochmal auf dem Faktencheck sozusagen überprüfen. Ja, danke für die Frage, dass Sie sagen, man hat den Eindruck, das dauert lange oder was geht da voran. Ich kann nur noch mal aus meiner Sicht sagen, dass wir intensivst in den letzten Monaten gearbeitet haben. Ich will dazu sagen, wir haben uns ja auch klar vereinbart, wir machen das nicht so bloß kirchenintern auf Bischofsebene oder mit ein paar wenigen Experten, sondern breiter aufgestellt mit unabhängigen Experten, mit Betroffenen, natürlich auch mit den staatlichen Stellen. Da ist der unabhängige Beauftragte natürlich ein besonderer Partner. Auch mit der Arbeitsgemeinschaft, die es bei ihm gibt zum Thema Aufarbeitung Kirchen. Und Sie sehen ja, wenn wir Workshops zusammenrufen, dann hat das einen gewissen Vorlauf. Wenn ich beteiligen will, braucht das natürlich auch eine gewisse Zeit. Ich will nur kurz sagen, weil Sie mich danach gefragt haben, was sind die, es geht ja, wir haben die anderen Projekte auch noch sozusagen am Laufen. Da ging es um die Akten, die zusammenzuführen. Da wird es sozusagen am Anfang des Jahres einen Vorschlag dazu geben, wie geht das, dass es eine gute Dokumentation gibt, dass keine Wissensbestände verloren gehen, das war ja der Punkt,
also jenseits von Vertuschung, dass man sagt, ja, durch irgendwelche Abläufe sind irgendwelche, ist ein Wissen, was es gibt, geht verloren. Nein, wir wollen das wirklich transparent und verlässlich gestalten. Wir haben gesagt, wir wollen über unser System der Ansprechpersonen hinaus auch nochmal niederschwelligere Formen von Anlaufstellen haben. Da sind wir im Kontakt mit der Geschäftsstelle der Bundeskoordinierung der spezialisierten Fachberatung für sexuelle Gewalt. Da gibt es inzwischen auch schon eine Mustervereinbarung, über die wir dann auch nochmal uns abstimmen. Aber da gibt es auch eine Bereitschaft, mitzuwirken, auf diese Weise auch dezentral Anlaufpunkte zu schaffen, also noch stärker, als wir es bisher haben. Wir haben über die Frage der Anerkennung und Entschädigung jetzt eben hier gesprochen. Und vielleicht darf ich auch noch einen letzten Punkt nennen, das ist, oder einen vorletzten, das ist die Frage der Aufarbeitung. Da sind Herr Katsch und ich ja auch sozusagen beide mitbeteiligt, zusammen mit Herrn Röhrig und dem Stab dort und der Aufarbeitung, die auf das Feld Kirchen, da sozusagen in ökumenischer Verbundenheit schaut. Auch da, glaube ich, sind wir auf einem, in dem Sinne, also nicht nur guten Weg, dass man sagt, wir sind da gut im Gespräch, sondern wir waren vor kurzem zusammen. Es sollen ja Eckpunkte und Kriterien festgelegt werden. Da gibt es die Überlegung, eine Erklärung oder eine Vereinbarung zu machen, wo man sagt, hier sind Eckpunkte und Vereinbarungen getroffen. Und wir haben vor, bis Ende des Jahres das stehen zu haben, um das mal als einen Zeithorizont zu nennen. Am Ende des Jahres werden auch die Regelwerke zur Aufdeckung und zur Prävention überarbeitet sein und dann zum Beginn des Jahres neu in Kraft treten. Und in diese Regelwerke fließen ja auch all die Erkenntnisse ein, die wir jetzt seit der MAG-Studie haben. Und ich darf auch sagen, das Institut, was ich ja initiiert habe für Prävention und Aufarbeitung, ist sozusagen angelaufen, hat seine Arbeit aufgenommen. Und da geht es ja darum, Akteure, die in diesem Bereich sind, zu vernetzen, Monitoring mehr in den Blick zu nehmen, also Wirksamkeitsforschung, was wirkt auch, was bewirkt die Prävention? Wir haben die Regelwerke, wir haben die Maßnahmen, aber was bewirken sie? Also da Menschen auch zusammenzubringen, um auf sozusagen das auch in einer guten, effektiven Weise anzuschauen. Das wird das Institut nicht alleine leisten, darum geht es nicht, aber eben die Akteure, die in diesem Feld unterwegs sind, zu vernetzen und auch einen Vorschlag zu machen. Wie gibt es ein verbindliches Monitoring? Also das ist sozusagen der ganze Katalog der Maßnahmen, die fußend auf dem letzten Jahr jetzt sozusagen, also ich würde mal sagen, in nicht nur sozusagen angestoßen sind, sondern wirklich zu auch jetzt Verdichtung von Ergebnissen führt. Wir werden das morgen schriftlich noch im Pressebericht von Kölner Marx finden. Das, was wir bisher an Zahlungen kennen, die Zahlen, die wir zusammengetragen haben, sind über 9 Millionen Euro. Das Zeichen habe ich gerade bekommen. Herr Breitmeier, dann noch der Kollege nebenan, dann Herr Schromm und dann muss ich das beenden. Bitte, Herr Breitmeier. Ja, Florian Breitmeier vom Norddeutschen Rundfunk. Eine Frage an Herrn Katsch, eine an Herrn Bischof Ackermann. Herr Katsch, ich beginne mal bei Ihnen. Was haben Sie eigentlich für Signale aus dem Kreise der Betroffenen bekommen, dass Sie nun in diesem Prozess nicht nur beteiligt waren, sondern tatsächlich auch mitgewirkt haben, also aktiv auch dort Vorschläge miterarbeitet haben? Und die zweite Frage an Herrn Bischof Ackermann. Bei dieser Frage, wie die Betroffenen sexualisierter Gewalt nun glaubhaft machen können, was ihnen widerfahren ist, und Sie haben angesprochen, dass man das plausibel klären soll, wäre es da nicht auch angesichts der Erkenntnisse aus der MAG-Studie konsequent, wenn man in den Fällen auch eine Beweislastumkehr treffen würde, weil ja deutlich wird, dass viele Akten vernichtet worden sind, dass vertuscht worden ist, dass Wege und Spuren verwischt wurden, weil Sie sagten, man müsse da noch einmal genau prüfen, plausibel klären, wie denn diese Entschädigungszahlung nun erfolgen kann? Ja, zunächst mal zu der Frage der Betroffenenbeteiligung. Ich war ja nicht alleine in diesem Workshop-Prozess. Wir waren insgesamt 8 Betroffene aus unterschiedlichen Kontexten auch. Und ich habe viel Ermutigung in den letzten Tagen bekommen von Betroffenen, die froh sind, dass dieser Punkt jetzt auch vorangestellt wird. Der Bischof hat gerade versucht, den Überblick zu geben, was alles unterwegs ist nach der MHG-Studie. Ich bin überzeugt, der Weg der Aufarbeitung wird sehr viel Zeit noch in Anspruch nehmen. Das ist nicht schnell getan. Und von dem synodalen Weg rede ich noch gar nicht, der jetzt auch noch angestoßen wird. Und die Betroffenen haben sehr lange gewartet. Und deswegen war es mir wichtig, an dieser Stelle jetzt auch aufs Gas zu drücken und zu sagen, lasst uns das, was machbar ist, jetzt schnell machen, damit
die Menschen nicht länger warten müssen. Und das können wir tun, auch wenn die Prozesse etwa der Aufarbeitung, der institutionellen Aufarbeitung, gerade erst am Anfang stehen. Denn es haben sich ja schon mehrere hundert beziehungsweise über 2000 Betroffene an die Anlaufstellen gewandt, an das System der Anerkennung des Leids gewandt und sind auch an anderer Stelle bereits aufgeschlagen in Bistümern und in Ordensgemeinschaften. Lasst uns damit anfangen. Vielleicht darf ich auch noch mal sagen, weil in der Öffentlichkeit jetzt oft, irgendwie vor allen Dingen natürlich nach der MHG-Studie, der Eindruck vorhanden ist, ach so, jetzt haben die verstanden und jetzt fangen die an. Also ich bitte das einfach noch mal auch zur Kenntnis zu nehmen. Wir sind seit 2010 auch mit Betroffenen im direkten Kontakt wirklich unterwegs. Wir haben die Studie in Auftrag gegeben. Wir haben gesagt, wir wollen das, auch nachdem sozusagen die ersten Überlegungen und Vereinbarungen mit Professor Pfeiffer gescheitert sind. Wir haben ja gesagt, wir halten an dem Projekt fest. Wir wollen diese unabhängige Studie in den Grenzen, die möglich sind. Aber ich muss nochmal ehrlich sagen, das Ergebnis zeigt ja, das ist alles andere als schön oder vertuscht. Auch wenn man sagt, gut, da gibt es ein großes Dunkelfeld, das ist auch zur Kenntnis zu nehmen. Aber das haben wir gewollt und wir stellen uns auch sozusagen den neuen Erkenntnissen, die es gibt. Aber auch zum Beispiel der systemische Bereich ist ja etwas, das durch die MAG-Studie jetzt besonders auch nochmal in den Blick kam. Also das ist ja immer wieder auch ein unabgeschlossener Lernprozess, mit dem wir umgehen. Aber natürlich auf dem Weg, den wir jetzt seit fast 10 Jahren auch schon beschreiten. Da behalten wir auf die Frage, also müsste man die Beweislast umkehren? Gut, da weiß ich ehrlich gesagt nicht richtig, wie sollen wir das machen? Das heißt, ich müsste beweisen, dass nichts gewesen ist. Das meinen Sie ja. Also es kommt jemand, trägt eine Beschuldigung vor und ich müsste dann sagen, aber ich kann beweisen, dass da nichts war. Das wüsste ich jetzt nicht, wie das gehen soll. Ich kann nur aus der eigenen Erfahrung im Bistum sagen, dass wir im jetzigen System, da wo jemand kommt, wo es eine Beschuldigung gibt, vielfach ja auch werden Priester beschuldigt, die verstorben sind, wo es dann sozusagen keine weiteren Hinweise gibt. Da kann ich sagen, warum auch immer, ist was aus den Akten entfernt worden, hat nie etwas Eingang in die Akten gefunden, meldet sich jemand zum ersten Mal und traut sich jetzt zu sprechen, was ja wichtig und gut ist, dass wir sagen, wirklich, wir wollen in einer guten Weise damit umgehen und natürlich nicht in der Form eines rechtsförmigen Verfahrens hier Beweispflichten einfordern. Aber ich glaube, das wird jetzt schon gemacht. Und es ist klar, da wo es schon andere Hinweise gibt, etwa in einem Fall, da ist eigentlich die Plausibilität, steht schon fest. Also die Empfehlung dazu, ich habe die Nummer jetzt nicht parat, und Frau Müller-Piepenkötter ist jetzt auch nicht hier, die als Richterin und Juristin das erklären könnte. Beweisumkehr ist nicht der Begriff, aber der Begriff ist laienhaft, jetzt nicht juristisch ziseliert ausgedrückt, gegen jeden vernünftigen Zweifel. Also wenn ein Betroffener einen Tatvorwurf erhebt und es keine vernünftigen Zweifel daran gibt, dann gilt er als bewiesen. Also insofern eine Abschwächung der Nachweispflicht. Das ist eigentlich der Weg, den wir vorschlagen. Die andere Seite müsste dann eben diese Zweifel belegen können, die sie in der Regel auch nicht belegen kann, wenn es sich um so eine Konstellation handelt, dass es eben um einen verstorbenen Priester geht und das schon lange her ist. Also das ist der Weg, den wir versucht haben zu beschreiben. Kollege noch vorne in der Reihe. Malte Borowiak vom ZDF. Zwei Fragen. Die erste, eine Verständnisfrage an Sie, Herr Ackermann. Die beiden Modelle, die auf dem Tisch liegen, das eine eine Pauschale von 300.000, das eine eine Entschädigung bis zu 400.000. Den Prozess, der jetzt noch folgt, haben Sie erklärt, aber ist das richtig? Die Deutsche Bischofskonferenz unterstützt auch in der Summe, auch in der Höhe der Summe, diese beiden Vorschläge, also entweder 300.000 Euro Pauschale oder bis zu 400.000 Euro. Und dann noch eine Frage an Sie beide. Wenn diese Summen jetzt im Raum stehen, was erwarten Sie denn, es wird ja immer auch von einer hohen Dunkelziffer gesprochen, zum Anstieg von potenziellen Betroffenen, die sich dann insgesamt melden? Also ich kann nur sagen, dass wir zu den Summen, also sozusagen nicht positiv Stellung genommen haben gestern. Zum System ja, wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass das jetzt nicht irgendwie ausgedacht ist, rein in der Gruppe, sondern dass es Referenzgrößen gibt. Aber das will ich auch nochmal sagen, über die Summen haben wir gestern jetzt nicht gesprochen, sondern die Grundkonstruktion der Weiterentwicklung des Systems.
mit den Dingen, die ich eben genannt habe. Also, dass Opfer das stärker als angemessen empfinden, dass es sozusagen zu leisten ist. Das sind die Dinge, die abzuwägen sind. Und ich will auch nochmal deutlich machen, das hat uns aber auch die Redaktionsgruppe, besonders Professor Rixen, gestern nochmal gesagt, wir reden ja hier über eine Selbstverpflichtung dann von Bistümern und Ordensgemeinschaften, anders als in anderen Ländern, wo es gesetzliche Verpflichtungen gibt, ja, oder wo es sozusagen staatliche Vorgaben gibt. Wir reden hier über etwas, das wir sozusagen aus Selbstverpflichtung einrichten. Aber nochmal, also die Zahlen waren jetzt gestern, darüber haben wir nicht gesprochen, weil das natürlich ein eigener Punkt ist, völlig klar. Aber vielleicht jenseits der konkreten Zahlen, wenn man das Prinzip akzeptiert, dass es um die Folgen des Missbrauchs geht, die im Wege eines Schmerzensgelds entschädigt werden sollen, und wir uns klar darüber sind, dass diese Folgen ein ganzes Leben prägen, dann kommen wir natürlich in andere Dimensionen, als sie in einer herkömmlichen Betrachtung bisher üblich waren. Und dazu muss man natürlich immer auch dazu denken, wir haben das gestern auch nochmal versucht deutlich zu machen, wäre die Intervention, die Unterstützung durch kirchliche Stellen nach der Tat so gewesen, wie sie hoffentlich heute vom System her vorgesehen ist und funktioniert, dann hätten Opfer ja auch die Chance gehabt, die Folgen für ihr Leben anders in den Griff zu bekommen, zu bearbeiten. Es gibt gute Möglichkeiten, das möchte ich auch betonen, wenn heute Kinder sexuelle Gewalt erfahren und rechtzeitig interveniert wird, es gibt gute Möglichkeiten, sie dabei zu stützen, trotzdem ein glückliches Leben zu führen. Aber durch das System der Vertuschung, der Verheimlichung, das Schweigen, und das war nicht nur das Schweigen in der Kirche, das war natürlich auch das Schweigen in der Gesellschaft zu diesem Thema, sind die Betroffenen daran gehindert worden, zeitnah und sachgerecht sich Hilfe zu suchen. Und das schlägt sich dann auch in den Folgen wieder. Und insofern, wenn ich das akzeptiere, dann komme ich automatisch in einen höheren Bereich, als er bislang für Schmerzensgelder in Deutschland üblich ist. Vielleicht darf ich das noch ergänzen. Der Schlusssatz ist nämlich wichtig von Herrn Katsch, als das für Schmerzensgelder bisher üblich ist. Ich sage offen, dass wir uns damals, und ich bin ja jetzt sozusagen seit Anfang an dabei, seit 2010, als wir im Zugehen auf das Anerkennungssystem, wie wir es haben, überlegt haben, wie kann das gestaltet werden, so dass es auch irgendwie eine Form der Befriedung erzeugt, war die Frage, wie sind denn sozusagen, wenn wir auf die Rechtsprechung schauen, wie sind denn Schmerzensgeldzahlungen in Deutschland? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir gestern auch nochmal durch die Präsentation der Empfehlungen deutlich geworden ist, dass sowohl natürlich der Herr Katsch, aber auch ein Professor Rixen sagt, eigentlich sind sozusagen Schmerzensgeldzahlungen in Deutschland, daran dürfen wir uns können wir uns gar nicht orientieren, weil die viel zu gering sind im Vergleich etwa zu Schmerzensgeld bei anderen Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Geradezu unverschämt. Also das ist eigentlich beschämend, was es da gibt. Das wird sozusagen ja mit noch in Anschlag gebracht, zu sagen, ihr könnt euch eigentlich gar nicht daran orientieren, weil das gesamtgesellschaftlich in der Rechtsprechung beschämend ist. Das bringt aber, das verstehen Sie, dann natürlich neue Fragen, zu sagen, okay, ich kann das als Appell aufnehmen und sagen, Kirche sollte hier anders damit umgehen, vorbildlich sein, vielleicht sogar Benchmarks setzen an der Stelle. Aber wie geht das in einer guten Weise? Das ist klar, das sind die Fragen, vor denen wir dann auch jetzt stehen. Herr Schromm. Ja, Michael Schromm von Public Forum. Ich hätte eine Frage an Herrn Katsch. Der Herr Bischof Ackermann hat gerade gesagt, wo ein Wille da ist, da kann es auch schnell gehen. Ich würde Sie gerne fragen, können Sie diesen Satz bestätigen nach Ihrer Erfahrung? Ist ein Wille da? Und wie empfinden Sie, was überwiegt heute bei Ihnen persönlich an Gefühlen, vielleicht im Vergleich noch zu einem Jahr? Also über das unterschiedliche Zeitempfinden wurde ja hier schon gesprochen. Und es ist natürlich so, wir haben jetzt einen 10-jährigen Weg fast hinter uns. Und ich wäre sehr froh, wenn ich hinter die nächste Biegung sehen könnte, wie lang er jetzt noch wird. Ich habe schon das Gefühl, dass wir in dem letzten Jahr eine qualitative Veränderung erlebt haben, dass mehr und mehr Bischöfe, aber auch andere Menschen in der Kirche begriffen haben, dass es um ein Systemproblem gibt, auf das man auch eine systemische Antwort geben muss und dass die Betroffenen nicht nervende Störenfriede sind, sondern wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir zu diesen Erkenntnisgewinnen gekommen sind und dass es recht und billig ist, ihnen jetzt auch angemessen mit einer Entschädigung zu versuchen, einen Ausgleich zu schaffen für das, was in ihrem Leben angerichtet worden ist.
Ich bin immer Optimist gewesen, sonst hätte ich diesen Weg bisher nicht gehen können. Ich bin froh und ja, doch froh, dass wir da jetzt angekommen sind und verbiete es mir auch skeptisch zu sein. Natürlich sehe ich auch all die Schwierigkeiten, die der Bischof jetzt nur angedeutet hat, die noch vor uns liegen. Aber wenn wir das vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 5 oder vor 10 Jahren vermutet hätten, wo wir heute stehen, hätte ich das auch nicht für möglich gehalten. Also insofern lasse ich mich überraschen, was in der nächsten Biegung auf uns wartet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Greta Thunberg kriegt den alternativen Nobelpreis. Die Bischöfe diskutieren über das Klima, haben sie gestern schon getan. Die Amazonas-Synode kommt. All das kommt in der nächsten Pressekonferenz um 13 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Vielen Dank bis dahin fürs Interesse. Bis später. Vielen Dank.